Fleischmann, Neuheiten 2024. Gehen wir jetzt mal hier durch. Ja, leider habe ich sie in Nürnberg nicht treffen können, beziehungsweise es ist ja erst Nürnberg, aber die haben die Neuheiten schon vorher vorgestellt. Jetzt die Größe N hier von Fleischmann. Wir beginnen mit den Dampflokomotiven. Gattung GTL 4/4, authentische Lackierung mit feinen Zierlinien, 71612 ist die Bestellnummer. Die Epoche 1 haben wir hier im Bild, Metalldruckguss Fahrgestell. Dann gehen wir weiter, passend dazu das Güterwagen Z mit einem offenen, gedeckten und einem, ja, ich sag mal, Rungenwagen, also wo man lange Holzstäbchen drauf hat. Der G-Wagen ist mit Bremserhaus und zwei beweglichen Schiebetüren oben links, der H-Wagen mit Baustellen beladen. Königlich-Bayerische Staatsbahn, die 66-60061 ist die Artikelnummer. Dann kommen wir zur BR 56.20, Epoche 2, 71-60009 DC und DCC ist die 71-70009. Ich werde jetzt nur die DC-Angabe hier als Artikelnummer angeben. Metalldruckguss Fahrgestell, das DCC-Modell ist werkseitig mit einem fest eingelöteten Digitaldekoder ausgestattet. Das mal nur am Rande. Danach kommt Light Wageneinheit 1, starre Kupplung mit beweglichen Übergängen zwischen den Wagen, Packwagen mit Speichenrädern und zwei bewegliche Schiebetür hat jeder Wagen. Die 66-60032, Light Wageneinheit der G, rechte Seite 66-60033, auch jeweils mit zwei beweglichen Schiebetüren. Dann geht's weiter. Die fand ich auf den ersten Blick schon mal richtig geil. Mal eine ganz andere BR 70.0. Seht ihr hier kurz und kompakt, würde ich jetzt mal sagen. So eine Tenderlok für leichte Personenzüge sieht man gleich danach. Da haben wir gleich ein Personenwagen-Set. Die Bestellnummer ist die 71610. Danach kommen wir zum dreiteiligen Personenset. Das ist übrigens Epoche 3. Zwei Wagensets mit Personen und einem Packwagen der Deutschen Bundesbahn. Die 62623 im Bild. Danach haben wir die Dampflokomotive 86201 der Deutschen Bundesbahn hier im Bild, die 71-60-0082-2024, Epoche 3. So, noch ca. 386 dieser Dampflokomotiven befanden sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch auf westdeutschem Gebiet. So, dann gibt es hier ein Update. Erstmal mit Next 18 Schnittstelle und LED Spitzenlicht, die Dampflok 2302. 71-60003, Epoche 3. Und dann geht es hier weiter. Haben wir nur ein Bild. Und zwar Umbauwagen, erste, zweite Klasse, die Epoche 3, 62-600-026, 3-2024 kommt das gute Stück. Danach folgt ein Umbauwagen zweite Klasse. Da oben war es erste und zweite Klasse. Hier ein Umbauwagen zweite Klasse. Es gibt zwei Bestellnummern, also unterschiedliche Betriebsnummern dementsprechend. Die 62627. Danach einer mit Gepäckabteil zweite Klasse. Die 62629, Epoche 3. Dann gehen wir weiter. Dampflokomotive 001-150-2. Ausführung mit offener Frontschürze und Witte Windleit
Plechen, Tenderbau A2T34. Freier Durchblick durch Kessel und Fahrwerk. Die 71 45 00 03 20 24 ist Liefertermin. Dann haben wir die 62.007-4 71.6005 Epoche 4, wie das vorher rangehende Modell, einzugelochter BR32 mit ETV-Nummer. Dann haben wir einen Einzugwagen, zweite Klasse der DR 62.620 Epoche 4. Es folgt ein weiterer Eilzugwagen, zweite Klasse, der Epoche 4, 62.621. Und dann haben wir einen Eilzug-Gepäckwagen hier, 62.622, Epoche 4, auch der Deutschen Reichsbahn. Dann geht's weiter, die 01-2226-7, Deutsche Reichsbahn, Wagner, Windleit, Pleche haben wir hier, freien Durchblick zwischen Kessel und Fahrwerk. 71-45-01, Epoche 4, 04-20-24 wird das gute Stück kommen. Eine weitere Dampflok ist die 152-288, der ÖBB. 71-611, Variante mit Gläseinjektor, Ausführung mit Wannentender. Ja, ihr seht, die Tender sind auch bei jeder Dampflok unterschiedlich und der Aufbau auch, wenn man jetzt die vorhergehende sieht, Epoche 3 und 4. So, danach haben wir die 460-010 Metallguss-Fahrgestell. Erstes Quartal 71-55-04 Epoche 3. Rechts daneben passen die offenen Güterwagen, dreiteiliges Set. Hier einer mit Bremserhaus und zwei ungebremste Wagen Gattung L. Die 66-60-034 Epoche 2 bis 3. Dann kommen wir zu den Elektrolokomotiven, schon die BRE19, hier im Bild der DRB, Ausführung mit Frontschürzen und Reichsadler, Epoche 2, die 75-630, viertes Quartal 2024. Dann haben wir Zahnradbahn, dreiteiliges Set, geeignet für das Fleischmann-Zahnstangengleis 9119. Es sind Steigungen bis 25% möglich. Die 55-60-001 ist die Artikelnummer 03-2024, Epoche 3 bis 4. Oben schön mit Stromabnehmer und zwei Personenwagen. Nochmal ein richtiges Bild, Elektrolokomotive 103-232-5 der Deutschen Bundesbahn 75-600-06-3-2024. 1960er Jahre entstand mit der Baureihe E03 die stärkste Elektrolokomotive. So, dann haben wir einen Schürzenspeisewagen der Deutschen Bundesbahn Epoche 4. 62-603-8 hier, schöne Aufschrift, markantes Design von dem Schürzenwagen. Jetzt haben wir einen Schnellzugwagen, erste Klasse, vierte Epoche, 62-633-03-2024 kommt der Schnellzugwagen, erste Klasse. Daneben passen dazu Schnellzugwagen, erste, zweite Klasse, die 62-603-4 Epoche 4. Und auch darunter passend gleich dazu ein zweite Klasse Schnellzugwagen, die 62-600-35 oder 36 mit geänderter Betriebsnummer. Und rechts zweite Klasse mit Gepäckabteil, die 62-600-37. Dann gehen wir weiter zu 169-005-6, die Bestellnummer 75-622, Epoche 4. Wurde
ins Ammertal ist sie wohl gefahren, so wie ich sie gelesen habe. Auch eine schöne kleine Bahn. Dann haben wir hier ein vierteiliges Set Güterzug. Packwagen, Rungenwagen, Selbstentladewagen und einen geschlossenen Güterwagen hier im Set. Der hat bewegliche Schiebetüren. 66 644 04 2024, passend zur Elektrolokomotive lieferbar. Deutsche Bundesbahn. Dann haben wir die 243-384-8 Elektrolokomotive, die 75 615 Epoche 4, passt zu den Doppelstockwagen Sets 62 641 und 42. Dann haben wir die BR-141, Deutsche Bahn AG, 75619, fünfte Epoche, orientrote Lackierung mit Latz, Ausführung mit Doppellampen. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, im Digitalbetrieb ist, wie bei anderen Lokomotiven auch, ist Licht teilweise zuschaltbar, hier zum Beispiel mit Schaltbar und Spitzen und Schlusslicht. Also das solltet ihr dann noch beachten, was dann noch möglich ist, wenn ihr im Digitalbetrieb unterwegs seid. Dann haben wir hier die 151077-5, die 75623DC im Epoche 5-2-2024. Hier Ozeanblau-Beige Lackierung mit DBAG-Logo. Dann haben wir die 182536-3. 75626 Artikelnummer mit DB Netzlackierung. Auf der rechten Seite einen passenden Messzugwagen. 62632, sechste Epoche. Passt ganz gut dazu. ICET, dreiteilig Set, elektrischer Triebzugwagen ICET, BR411. 77606 Epoche 6, kurvenabhängig automatische Neigung des Seitenkastens, starre Kurzkupplung mit beweglichem Übergang zwischen den Wagen, mal als Hinweis. Und darunter haben wir ein zweiteiliges Set Zwischenwagen, die man dazwischen setzen kann für den ICET. Nicht schlecht, hier die 77607 auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite die 77608. Passend zum T, zum ICET. Dann haben wir die 101019-8 Exklusivmodell mit einer schönen Lackierung bzw. mit einem schönen Aufdruck drauf. Wie man sieht, auf beiden Seiten unterschiedliches Design. 75603 ist hier die Artikelnummer. Cool. Ja. Eine Lok, zwei Designs. So, dann gehen wir weiter zur BR 185.2 der Deutschen Bahn AG, 75618 Epoche 6. Filigrane Stromabnehmer und auch wieder im Digitalbetrieb mit dem schaltbaren Spitzen und Schlusslicht. Dann kommen wir zu 162007 Hector Rail, Aufschrift drauf für den ganz schweren Güterbetrieb. So wird es angezeigt. 75621 Artikelnummer 32024 kommt das gute Stück. Dann die 1144279-7 ÖBB 75625. Aktuelle Ausführung mit hohen, durchgehenden, grau lackierten Dachlüftern. Weiter geht's mit der 12-16-227-9, auch der ÖBB, auch sieht man hier schön am Schriftzug. 75-629 ist die Artikelnummer. Dann haben wir die E-Lok RE 4-4-S. SBB. Da haben wir hier jetzt nur ein Foto. Hier noch ein paar Details von dem
separat angrenzende Scheibenwischer, filigrane Stromabnehmer, Griffstangen, also einige schöne Details. Haben wir tatsächlich hier sogar eine Neukonstruktion in zwei verschiedenen Varianten. Wenn man sich die beiden mal ansieht, das sieht doch ziemlich fast ähnlich aus. Ja, aber es sieht nur ähnlich aus, wenn man uns mal den oberen Teil anguckt. Entweder ist es um 180 Grad gedreht, das Modell, oder es sind wirklich zwei verschiedene Neukonstruktionen. OpenDRE 4/4-11158 der SBB, die 73240 mit dieser rot- und beigen Lackierung. Eine drunter haben wir die Cargo-Version, SBB Cargo, die 421389-8, die 73-2402, auch 03-24 kommt das gute Stück, und eine Neukonstruktion. Vergleicht man beide, ja doch, hier unten ist nochmal anders, da oben ist anders. Also es sind doch zwei verschiedene, doch, würde ich jetzt mal so sagen. Dann haben wir hier die RE6611673. Warum 4-4? Ha, hier 4 und hier sind 6 insgesamt, 6 mal 6. Gut, haben wir das mal geklärt, ganz kurz. SBB 11673 73-41-24, drittes Quartal, Epoche 5. Hier oben waren wir bei der Epoche 6 übrigens gewesen. Jetzt sind wir bei der Epoche 5 mit eckigen Lampen. Okay, sieht man von hier nicht. Geschlossene Schienenräume bei liegend. So, das ganze gute Stück gibt es hier als 11662 in der grünen Variante, auch der SBB. Artikelnummer 73-41-26. Dann haben wir Gold Piercer. Taufname ist Zuckersee. Gibt es auch von Rocco in H0 und hier jetzt von Fleischmann in der Größe N. 75-627 ist die Artikelnummer. Dann gehen wir weiter hier. Jetzt geht es unterwegs. Ich glaube, den haben wir auch schon, den Casalpino. Den gibt es auch von Rocco in Größe H0. Hier ist es die RE484-0187. Die 75-617 Epoche 5 bis 6. Und ist für den Verkehr zwischen Italien und Schweiz eingesetzt. Dann haben wir hier Casalpino, dreiteiliges Wagenset mit blauen Streifen, die 62-619-3-24, Epoche 5 bis 6, kommt dieses gute Stück mit den Wagen raus. Dann die 12-16-903-5 CD, Lackierung in dem schicken Design, aufwendige Dachgestaltung mit Stromabnehmer, 75-624, Epoche 6-4-24. Und dann Euroform Wagenset dazu, passend Reisezug Autotransporter, auch wahrscheinlich passend zu der Lok, die man hier sieht, haben wir hier das Wagenset aus einem Schnellzugwagen erste, zweite Klasse, dann im Schnellzugwagen zweite Klasse und dem Schnellzugwagen zweite Klasse noch dazu. 62-630 und hier ist es die 62-631, der Autotransportwagen für den Reisezug. Darunter haben wir die Elektrolokomotive 371002-7 der Tschechischen Staatsbahn. Hier detaillierte Ausführung sieht man schon. Auch hier das Design, rot-weiß mit dem gelben Streifen, die gelben Stromabnehmer hier, dieses Gestänge zumindest davor, das graue Dach, Epoche 5 und 6, 75-631 in der Ausführung DC. Dann haben wir die BB 42-2369 der französischen Staatsbahn mit der Fred-Schrift, grün, grau, hellgrau. Und eben auch dieses unverwechselbare Design hier von der Schnauze und so diese kantige Form. Die 73-21-38, Epoche 5-6.
Dann ein weiteres Modell, BB 126-163, die 75-620 Version mit zwei Lichtspitzensignal im Envoyager Design. Sieht man hier Envoyager Design, sieht man es schon am Schriftzug. Dann niederländische Staatsbahn 1753, sogar die Aufschrift hier drauf. Ausführung mit Klimaanlage. Ich sehe auf jeden Fall die Klimaanlage. Ich schwitze jetzt schon. 73-21-04 ist die Artikelnummer, Epoche 5. Dann hier PKP Cargo der polnischen Staatsbahn, die EU 46-523 in dem PKP Cargo Design, Epoche 6, die 75-628. Beilag Schneeschleuder Deutsche Bahn AG. Das ist doch mal ein cooles Modell hier. Beilag Schneeschleuder Deutsche Bahn AG. Detaillierte Front, filigranes Geländer, separate Abgasanlage. Sehr schönes Modell, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe das schon in größer gesehen für eine Gartenbahn, aber das jetzt auf die Kleinigkeit hier runterbringen, ist ein digitales Funktionsmodell, ist selbstfahrend. Drehende Schleuderräder, das ist natürlich der Hammer, wenn die hier noch drehen. 180 Grad drehbarer Aufbau. Also hier unten haben wir dann den drehbaren Aufsatz, wo sich das Ganze dreht. Also bin gespannt, wenn ich das mal in Action sehe. 73-700-01 ist die Artikelnummer. Ich bin gespannt. Diese Lok BRV100.20 hier der Deutschen Bahn, die 73-616 Form-Variante. Alt mit altroter Lackierung. Dann haben wir Akkutriebwagen. Oh, Akkutriebwagen 529-6 mit Steuerwagen. Also wir haben einmal den Akkutriebwagen und den Steuerwagen. Die 74-0102 Epoche 5. Nicht schlecht mit Akku. Dann in diese Lokomotive 210-007-1 der Deutschen Bahn, die 73-600-08 Epoche 4. Auch eine, nein, auch Neuheit, aber hier haben wir eine Formvariante, die 212-055-8, diese Lokomotive der Deutschen Bahn AG, 72-12-11. Hier die Bremsbacken exakt auf der Radlaufebene, feinste Griffstangen und Auftritte. Epoche 5. Dann geht es weiter mit Bordeaux-Roder, Farbgebung hier, die 112-278-7, drittes Quartal, 73-618, Bestellnummer, Deutsche Reichsbahn. Auch nicht von der Reichsbahn, sondern von der Deutschen Bundesbahn, die 228-751-4, 73-600-05, erstes Quartal. Sechsachsige Ausführung mit Einbauchbinder. Sieht man. Dann haben wir die 216-902-5 mit farblich abgesetzten Bremsscheiben, 73-617, Artikelnummer, Epoche 6. Rail Adventure gab es bei Rocco, glaube ich, auch habe ich schon gesehen. Und jetzt hier bei Fleischmann. Dann haben wir die RH2048, diese Lokomotive. Freier Führerhausdurchblick. 73614, Epoche 5. Dann die Diesellok AM 847957-8. 72-12-12, Epoche 5. Mit feinsten Griffstangen auftritten und eben hier der Sersa-Beschriftung und den Zierstreifen und ja, der weißen Lackierung. Dann haben wir ein zweiteiliges Set. Bauzug, Rungenwagen, geschlossenen Wagen, passend zur Lok, zu der Sensa. Nee, Sersa, nicht Sensa. 66-60-042, das Set vom Bauzug.
Dann die L5, die Doppellokomotive, habe ich bei Rocco auch gesehen, gibt es jetzt auch natürlich nicht nur in H0 bei Rocco, sondern auch in N von Fleischmann. 72, 15, 14. Rahmenblenden mit je 8 Sandkästen, großer Lautsprecher mit Resonanzkörper für kräftigen Sound. Ja, habe ich schon bei Rocco gesagt, finde ich ganz interessant. Dann haben wir die 363-723-3. Diese Lokomotive B-Trans steht dran, Gestänge aus Metall und mit einem fest eingelöteten Digital-Decoder ausgestattet. 73-613 die Artikelnummer. Dann kommen wir weiter zu den Analog-Sets. Hier eine kleine Dampflok dazu, die BR80, zwei Personenwagen, elektronischer Regler und ein Streckennetzteil und ein bisschen Strecke dazu. Dann gibt es ein Z21 Stadt-Digital-Set mit der BR204 und einem Güterzug, drei Güterwagen, dem Z21 Start, Z21 Multimaus und einem Stecknetzteil und eben hier diesen Schotterbettgleisen dazu. Bestellnummer 51705 und oben war es die 51603. Wer eine BR051 mit Kranzug haben möchte, der kann sich für das Starter-Set hier entscheiden. Da ist die Dampflok dabei, ein Bauzugwagen, Vierteil Kranzug, auch wieder die Steuerung und eben hier unten dementsprechend die Gleise. Artikelnummer 51704. Personenschützen, Postwagen, Deutsche Bahn gibt es hier. Schöner Aufzug, Deutsche Bundespost, 62605, Epoche 3. Deutsche Reichsbahn, zweiteilig Set, Doppelstockwagen. Kennt man, wenn man in der DDR geboren ist, dann ist man schon mal mitgefahren. Die 62641, 2024 wird das Doppelstockwagen-Set kommen. Hier noch mal ein zweites Set, passend zu dem anderen Set hier, die 62642. Dann haben wir hier ein paar Güterwagen, Steckrungenwagen, hier oben links Deutsche Bahn, die 66060059, rechts ein zweiteiliges Set Multikip Wagen, die 66060060, alles beides Deutsche Bahn und dritte Epoche. Gehen wir weiter. Wir gehen zur dritten, vierten Epoche. Behältertragwagen Doppeleinheit auf der linken Seite, die 66060046. Und rechts ein zweiteiliges Kesselwagen-Set haben wir da. 8258-20, vierte Epoche. Dann kommen wir zum Tiefladewagen Deutsche Bundesbahn mit zwei Kabeltrommeln. 66 60 031 und rechts Deutsche Reichsbahn einen gedeckten Güterwagen 66 60 022 Epoche 4. Die Schiebetüren sind beweglich. Dann haben wir einen Schwenkdachwagen 66 60 043 der Deutschen Reichsbahn und auch der Deutschen Reichsbahn rechts einen Schwenkrungenwagen mit dem Container drauf, 40 Größe 40, 66 60 045, Epoche 4. Ihr sucht einen Staubsilowagen der Deutschen Reichsbahn. Hier haben wir ihn, 66 60 062, Epoche 4. Und auf der rechten Seite bekommt er gleich noch einen Schiebeplanwagen der Deutschen Bahn AG. Passt natürlich gar nicht zusammen, aber den gibt es hier, 66 60 067. Und wie bei Rocco gibt es auch hier einen Taschenwagen T3 mit einem LKW Walter Auflieger drauf. Bei Rocco war es ein Zweier, haben wir auch einen Doppelten gehabt und hier haben wir nur einen einfachen, aber bloß mal so. 6660008 als Artikelnummer. Großraumschiebewagen gibt es auch, zwei Stück. Rail Adventure, rechte Seite mit dem Aufdruck und linke Seite Deutsche Bahn AG. 66 60 065 oder 68 auf der rechten Seite.
ÖBB gedeckter Güterwagen haben wir hier im Bild mit Schiebetüren beweglich 66 618 und hier nochmal zwei Güterwagen EBB die 66 620 Epoche 6 und dort war es die 4. Das sieht schon wesentlich moderner aus, würde ich mal sagen. Teleskophaubenwagen, zweiteiliges Set der ÖBB Epoche 5 66 603 5. Rungenwagen, zweiteiliges Set, haben sie auch noch im Angebot, die 66 604 8 Epoche 5. Und hier einen Schotterwagen, dreiteilig gleich, unterschiedliche Betriebsnummern. Wir bauen für Sie, ist die Aufschrift hier drauf, 66 605 7. Danach gibt es einen Staubsilowagen der ÖBB, die 66 6063 auf der linken Seite, 5. 6. Epoche und rechts haben wir die 6. Epoche mit einem Kesselwagen. Vascosa Aufschrift drauf, zweiteilige Set, die 66 605 8. Kommen wir weiter runter hier zu dem Schwenkrungenwagen der SNCB. 82 5739 und rechts ein Schiebewandwagen der CD 66 610 Epoche 5. Ebenfalls der Epoche 5 ist rechts der offene Güterwagen der FS 83 0254 im Bild und links Tramesa Stil Schiebeplanwagen die 83 88 910. Dann 5. Epoche der Flachwagen FS 66 602 mit Schienenprofilen beladen. Habe ich auch schon gesehen bei Rocco. Und jetzt haben wir einen Schiebewandwagen rechts. Der Schweden 83 83 21 Artikelnummer und die Epoche 4 haben wir da. Taschenwagen T5 mit freistehenden Aufstiegen. Fein ausgeführter Stützbock, also schöne mit freistehenden Schiergriffen, also schöne Details hier. Und dort haben wir auf dem Taschenwagen T5 einen LKW Walter drauf. Spedition LKW Walter 66 603 9. Und hier Neukonstruktion vom Taschenwagen T5. Einmal links mit einem Schöni auf Liga drauf, 66 603 8 Epoche 6 und rechts 5-6 Epoche 66 640 Metallgussfahrgestell beladen mit dem LKW-Auflieger der Spedition Verkam. Neukonstruktion auf der rechten Seite auch. Ist ja bloß eine andere Farbgebung von dem Taschenwagen. Dann haben wir Containertragwagen hier für so eine Tankcontainer von Cargo ist die 66 636. Links haben wir Teleskophaubenwagen, zweiteiliges Set. Trägestelle Bauart Y25 gegossen. 66 603 7 Epoche 5. Gehen wir noch ein Stück weiter. Haben wir Schiebeplanwagen der SBB 66 666 Epoche 5. Und daneben ein Rungenwagen der SBB 66 6049 Epoche 5 6. Rechts, zweiteiliges Set, Zirkus Knie. Das gab es nicht bei Rocco, aber hier in Kooperation gemacht mit Artitec. Interessant, 66 630 Epoche 6. Und links haben wir Getreidesilowagen, zweiteiliges Set, 83 13 13 Epoche 6. Dann haben wir ein zweiteiliges Set Silowagen, 66 604 7 Epoche 6. Holkem steht drauf. Rechts ein Großraumschiebewandwagen Cargo Design 66 6064. Darunter haben wir einen Schwerlastwagen Set, zwei Stück. 84 56 08 auf der linken Seite und rechts Druckkesselwagen Set der Deutschen Bahn. Nee, der DB steht hier, aber andere Fahne. 84 9, 91 19 Epoche 5. Rungenwagen Set. Beide Wagen mit Beladung. Einmal mit Schienenprofilen auf der rechten Seite und links mit einem Container.
880908, Epoche 6. Dann hier ein paar Zugbildungen, zum Beispiel hier Bayerische Nebelbahn, die 71612 mit den Wagen Z 66 60 061. Dann hier Bundesbahn und Reichsbahn und vielen mehr. Ja, das waren hier jetzt die Neuheiten von Fleischmann. Grüße N gewesen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal. Euer Mika.